Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Decory Plays World of Final Fantasy. Hab noch vergessen, einen wichtigen Mirastein anzulegen, bevor wir das hier probieren. Aber wir machen heute den EX Dungeon B und je nachdem, wie es läuft, holen wir danach noch eine geheime Mirage, vielleicht auch nicht. Wie ihr übrigens seht, ne, ich habe hier einfach mal so einen Omega-Bot mir untertan gemacht, weil warum auch nicht? Gucken wir mal, was hier kommt und was uns umbringen will. Fledermäuse. Gehen wir Fledermäuse klein? Ja. Fledermäuse kriegen wir gerade so klein. Also ich habe Respekt vor den geheimen Dungeons. Insofern, ne, gucke ich immer, kann man den Stapel besiegen oder nicht. Aber je weniger Kämpfe ich habe, desto besser ist es. Diesmal brauchen wir übrigens keinen Stapel vorzubereiten. Also was Schalter angeht. Sondern diesmal brauchen wir nur Feinde bzw. Mirages, die elektrisieren können. Was kein Problem ist, ich habe mir dafür dann hier, wo haben wir es? Wo ist es? Da. Den Todessucher rausgesucht. Den ich jetzt noch trainieren. Oh, Moment, den ich tatsächlich die Fähigkeit noch geben muss. In seiner Miniform hätte er die. Aber gut. Stoß. Toll. Anyway, zu der guten Final Fantasy VIII Musik hier wieder ein bisschen rumlaufen. Ist ja gar nicht verkehrt. In dem Gebiet hier gibt es 10 Schatztruhen tatsächlich zu holen. Das ist jetzt erstmal Nummer 3. Und unser Boss ist ein, nennen wir es mal Ramush-Stapel. Ich weiß gar nicht, warum ich das so umsage, aber ja, es ist ein Ramush-Stapel, Punkt. Heißt, da müssen wir mal gucken, ob wir dagegen ankommen oder nicht. Aber machbar ist halt immer irgendwie alles, ne? Frage mich. Ach, deswegen ist das so langsam. Ich frage mich, ob die anfällig sind für Tod. Das würde eine Menge einfacher machen. Meine Heilen und so ist kein Problem, da kann ich Übertränke ohne Ende werfen. Das sehe ich nicht so weiter eng. Aber ja. Das Problem von Rain ist halt, der Rain-Stapel ist gerade relativ anfällig für Blitz. Natürlich eine dumme Idee, mit ihr dann hier unbedingt reinzulaufen, beziehungsweise ich müsste zumindest ihren Stapel abändern. Ne? Gegenstandstechnisch, wie gesagt, ich meine, gut, ich habe jetzt nicht super viele Überträge gekauft, aber ich kriege durch das Training sehr, sehr viele Supertränke und im besten Fall haben wir ja, ne, im besten Fall haben wir kaum Kämpfe. Das war jetzt einer, ne, also beziehungsweise das ist der zweite in dem ganzen Gebiet und wir sind in dem zweiten Gebiet von den 4 Gebieten. Ihr versteht, was ich meine. Das ist ein bisschen unpraktisch, immer das so zu sagen, aber es ist das zweite Gebiet von den 4 Gebieten, die hier zusammengefügt wurden für den EX Dungeon B. So. Schlag, ja. Yeah.
Ja, das ist natürlich auch praktisch. Wenn sie die falschen treffen, einfach geheilt werden, hat was. Ah. Ah ja, erstaunlicherweise, so durch das gesamte Training etc. habe ich dann gemerkt, wie zum Teil overpowered Items mittlerweile sind. Ne, wenn man irgendwas fangen will, wenn man am Trainieren ist, wenn man da eben schnell noch Mühschaden raushauen möchte, aber gerade keine AP hat, ne, dann einfach so Maginit werfen, das ist in gewisser Weise ein bisschen overpowered. Aber naja, Leuchtbomben, Blitzmagnete, wo wir gerade davon geredet haben. Und jetzt einfach weiter dachseln hier. Ich meine, es hat schon was als Murkel auf einem ganzen auf einem ganzen schönen Omega einfach rumzulaufen. Also abgesehen davon, dass ich manchmal die Hitboxen verpasse, aber wirklich gut daran finde ich eben die Tatsache, dass ich keine drei Charaktere auf dem Feld rumrennen habe. Das ist... Ich habe es ja kommen sehen, ne? Und das irritiert mich halt irgendwie. Wenn ich da drei Leute rumlaufen habe. Plus vielleicht noch eine Begleit... eine Begleitmirage. Und dann denke ich mir schon so, finde ich jetzt nicht ganz so gut, dass die alle da rumlaufen, aber okay. Ah. Yeah. Good job. Und ja, für den allerletzten EX-Dungeon, wenn wir mal dazu kommen, da muss ich tatsächlich gucken, dass ich meine Stapel schon anpassen werde für eine richtige Taktik, sag ich mal. Aber hier ist noch alles schön und gut. Final Elixier. Erzengel. Also ich weiß auf jeden Fall, in welchem Kampf wir dann früher oder später die ganzen Final Elixiere anwenden werden. Und das ist eben logischerweise der allerletzte Superboss. Wobei Maxima noch mal eine neue Überraschung dabei hat, aber später dazu. Eine Sache, die mir übrigens tatsächlich nicht gefiel, die ich dann später rausgefunden habe, ist die Tatsache, dass erstaunlicherweise meine Mirapedia nur zu x% gefüllt war. Also jetzt nicht ganz so schlimm. Ich war bei, ich glaube, 80% oder sowas, hatte aber den Großteil aller Mirages da drin und habe festgestellt, dass Entwicklungen nur zählen, wenn man seine Mirage einmal in besagte Entwicklung tatsächlich über Seraphie gebracht hat, was ich ein bisschen komisch fand. Na, also zum Beispiel, man hat ein Ifriti, musste man dann noch in alle drei Formen bringen, damit dann dieser Stammbaum zählt. Und das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber gut, okay. Ich meine, ist halt auch wieder so ein bisschen, wenn es halt nur das ist, ne, aber ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Also was ich damit meine, ist, ich zeig's mal einmal kurz, ne? Wir haben hier, nehmen wir mal als Beispiel ihn hier, den Quachocho. Ne, das ist ein doofes Beispiel, weil der hat keine Entwicklung, ne. Doch, hat er. Okay, so. So. Er schaltet halt einen Quatsch frei. Und jetzt könnte man sich denken, okay, cool. Dann habe ich ja jetzt in der Mirapedia auch einen Quatscho. Sozusagen. So als
Danke. Und das stimmt halt nicht. Wir haben keinen... Wir haben jetzt keinen Quatschu in der Mirapedia damit freigeschaltet, sodass ich den zum Beispiel nicht mehr fangen müsste. Oh, wow. Kann ich dich einfach fangen? Nicht wirklich. Eigentlich nicht. Wir haben keinen Quatschu da drin, sondern wenn ich jetzt den Quatschuchu tatsächlich einmal im Seraphim-Menü in den Quatschu umwandle, dann zählt der. Dann habe ich theoretisch offiziell einen Quatschu gehabt. Aber andernfalls halt nicht. Das finde ich ein bisschen... Ich meine, ist am Ende des Tages nicht schlimm. Sobald man das weiß, macht man das und dann ist alles wieder gut und so. Aber ich fand das ein bisschen ärgerlich. Einfach noch aus dem Aspekt raus, ich habe die ganzen Mirages trainiert. Und dann natürlich, sobald deren Stapel fertig war, beziehungsweise deren Brett fertig war, habe ich sie dann wieder weggepackt. Ne? Jetzt musste ich dann halt wieder gehen und sagen, ah, Moment, ich brauche dich nochmal, weil ich dich nicht entwickelt hatte. Es ist so, ja gut, fein, dann mache ich das halt nochmal. Ne, eben wieder rausholen, jede Variante einmal anklicken und so. Ja, ist halt ein bisschen unglücklich, meiner Meinung nach gelöst, aber wow, ein ganzer Eimer-Kristall. Dazu muss ich gleich auch noch ein bisschen was sagen, aber... Jetzt dumm? Nicht einfach ein zu... Hä? Eigentlich müsste hier eine Schatztruhe sein, die auf mich wartet. Ich bin, glaube ich, ein zu weit gegangen, ja. Okay. Cool. Ich meine nicht, dass ich unbedingt in dem Gebiet hier weiter kämpfen wollen würde. Wobei, ihr seht ja, es funktioniert. Ich könnte zwar darauf verzichten, ne, aber es funktioniert in der Theorie. Sensenmänner zum Beispiel habe ich auch schon trainiert. Ja, schon nette kleine Kerlchen hier. Ja. Ich schon mal da bin, ein bisschen AP zurückgewinnen. Wobei, wir wissen ja, letztes Gebiet hat immerhin einen Speicherpunkt, ist also nicht ganz so schlimm. Und könnte ich zum Trainieren nutzen. Werde ich allerdings wohl nur nutzen, um zumindest Range Stapel umzuändern, damit sie nicht ganz so böse immer aufs Maul kriegt. Fuck. Ich bin verwirrt, weil auf meiner Karte ist definitiv noch eine Schatzruhe eingezeichnet. Wir sind, glaube ich, auch an der Schatzruhe vorbeigekommen. Also weiß ich nicht, was das gerade für ein komischer Weg hier ist, den wir gehen, beziehungsweise den wir nicht finden. Außer eben die Tatsache, dass wir ihn nicht finden und ich mega verwirrt bin. Wir kommen hier runter. Wir gehen hier nach links. Bin ich gerade nach oben gegangen und das ist... Ja, ich bin gerade nach oben gegangen und bin wieder an den falschen Ausgang rausgekommen. Ahahaha! Das erklärt alles. In den Kommentaren wurde ich schon angeschrien, aber das erklärt alles. Das sind die zwei Schatzruhen, die ich suche. Meine Güte. Wobei das da hinten sind keine ganz normalen Schatzruhen. Ja gut, das ist eine normale Schatzruhe, das ist ein Goldmimik. War minimal hier am Vorgreifen, aber es ist eben halt eine böse Überraschung, eine
normale sozusagen. Ich würde übrigens sagen, und ich glaube, der Guide sagte das auch, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Ich würde mal behaupten, dass EX Dungeon B der einfachere von beiden bisher ist. Das ist der Mimic. Er ist so überraschend. Kann ich eigentlich? Nein, das war nicht der Knopf, den ich... Also schon der Knopf, den ich gedrückt habe, aber nicht der, den ich wahrhaben wollte. Ja, das, was er jetzt gerade gemacht hat, wäre eigentlich meine Frage gewesen, ob ich vielleicht auch einfach mit Tod gewinnen kann. Das würde es sehr einfach machen. Natürlich nervig, wenn der jetzt in jeder Runde auch Tod selber spawnt, wollte ich fast sagen, spricht. Ich tippe mal einfach drauf, dass der dagegen immun ist, aber kannst du mal ausprobieren. Resistent, ja natürlich. Ich meine, kann ich ihm da einen Vorwurf draus machen? Nein, nicht so richtig. Ich glaube, wenn ich mit Instant Death um mich werfen würde als Gimmick, dann würde ich auch versuchen, zumindest eine gesunde Portion Immunität dagegen aufzubauen, ne? Ja, bevor das ausartet, einfach fangen. Gilt übrigens für Kämpfe in der Arena auch, zu denen ich später noch ein bisschen kommen werde. Doch nicht. Bin mir sicher. Nicht, sonst hätten wir nicht schon... Na, da steht 3. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich 3 Gold-Mimics gefangen habe, aber ich habe auf jeden Fall eine Menge... Tierchen in der Art und Weise, also wundern wird es mich wahrscheinlich nicht. So, einmal auf die schnelle Art geheilt, jetzt wieder den richtigen Weg gefunden und genommen, wunderbar. Wunderbar. Ziemlich ruhig hier auf dem Eisenbahnfriedhof, ne? So. Oh, Kristalltour. Okay. Okay, cool. So. Ich speichere hier. Wir müssen einmal den Turm weiter nach unten gehen. Um die letzten 2 Schatztruhen zu bekommen, wohlbemerkt. Den bösen Ramu haben wir ja da schon gesehen. Ich meine, was anderes ist es nicht. Es ist wie die schwarzen Bestias, ne? Wenn man so möchte. Eigentlich ist es hier nichts anderes. Aber irgendwann finde ich auch mal was. Irgendwann. Irgendwo hier. Irgendwo da unten. Mein erster Instinkt war jetzt, ich verwandle mich einfach in Barmut, weil rein theoretisch haben wir zumindest jetzt gerade die Möglichkeit dazu. Aber auf der anderen Seite, wozu so einen überpowerten Move rausholen, ne? Irgendwie. Aber gleichzeitig, warum nicht? Die haben natürlich wieder massig HP. Aber kein Wunder, ne? Die Basis ist eine Kusa. Kusa? Kusa wäre doch Kusa Bestia, ne? Ist Bestie. Die darf das. Ja.
Und genau aus solchen Gründen. Warum habe ich eigentlich nicht rot ausprobiert? Die sehen nicht sehr dem Tod von der Schippe springe ich aus. Ich weiß nicht, wie ich es besser benennen soll. No trouble at all. Ja. Ich glaube, mich hat die Menge an Gegnern eingeschüchtert. Das war's. So, ein Megaphönix und noch 4 Haststeine. Können wir das noch schön mitnehmen? Und jetzt kraxeln wir wieder nach oben. Alles in mir schreit so ein bisschen, du solltest dich heilen, aber ne, 2-1 Risiko und so, bla bla blub. Ich meine, da oben ist der Speicherpunkt, das wissen wir. Wir waren da, wir haben ihn gesehen. Genau zu sein, haben wir ihn sogar angefasst. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich meine, ich bezweifle mal, dass mein Quatsch schon wirklich hilft. Oh, ihm ist Blitz theoretisch egal. Meine Schwäche vom Blitz kommt von ihr her. Ah, 100. 50. Könnte mich auf Syldra setzen mit ihr, weil hier habe ich kein Blitzproblem. Er absorbiert Blitz. Oder auch die Mimikkönigin. Gut. Also nicht vergessen, ne? Diese ganzen Stapeleien, die ich hier habe, die sind einfach ein bisschen so dahingeschmissen, ne? Die sind jetzt nicht so das Ausschlaggebendste, was man jemals haben sollte, wenn man gegen diese ganzen Bosse hier antreten möchte. Das ist einfach nur so, YOLO wird schon. Ja. Fein. Großgewitter, ja. Erinnert euch noch, ne? Syldra konnte das. Und wer kann das besser als Syldra? Syldra. Klappert, wenn ich trainieren wollen würde, ja, wären diese Endpunkte sehr, sehr gut, ne? Weil man halt auch hier zum Speicherpunkt läuft und dann zurück zum Gegner und so weiter und so fort. Geben wir mal unser Bestes. Gegen. Careful. Clearly a worthy challenge. Ah, mittlerweile nur noch eine. Das ist Abram. Eine Herausforderung, die es wert ist, getackelt zu werden. Nicht mehr, sagen wir mal, too overpowered für uns im Stapel, was ich ganz gut finde. Ja. So. Im besten Fall, aber das ist halt so ein Ding, das werden wir sehen, wie es läuft. Werden wir mit dem Aufsetzer den Stapel brechen können. Ich hatte allerdings gehofft, dass der Stapel auch gebrochen bleibt. Ah, das könnte mich jetzt umbringen, das ist doof. Nein. Gut. Dann. Der Megaflare. Der Megaflare wird stärker, je weniger AP und je weniger AP wir haben. Und das sah schon mal sehr schön aus. Wunderbar. Jetzt kommen wir zu dem, was ich meinte mit Items sind overpowered. Ich könnte jetzt halt Items werfen oder die andere Variante ist, ich benutze einfach haufenweise Äther. Um dann halt wieder bösartige Attacken loszulassen. Ja, zum Beispiel ein Feuer. Oder einfach nur Feuer, weil auf ein Ziel gerichtet ist halt
die einfache Magie fast schon mit am stärksten. Weil ich sie öfter hintereinander wegspammen kann, ohne Items. Und damit ist dann dieser Kampf auch gegessen. Nach wie vor, man hätte zum Beispiel den Kleinen fangen können, mit Blitzmagie angreifen und dann fangen. Wir hätten die Volt, Britzel und Abramu-Erinnerung, das Tagebuch eines Mädchens 12, und haben damit diesen Dungeon hinter uns. Mit allen Schätzen und keinen großen Problemen. So, gucken wir uns das doch mal an, weil ich habe ja den kleinen Lorni. Eine kleine Lorni kann jetzt den kleinen Volt hier freischalten. Damit kommen wir dann endlich auf 50% Synchronität. Ist ja auch schon immer so eine Sache, ne? Und dann können wir einmal hier das Ding wieder aufrufen und dann... Das Problem, in Anführungszeichen, ist halt, ne, wir haben deutlich höhere Stromverteidigung. Ne, wir haben ein bisschen mehr Erdverteidigung, deutlich mehr Dunkelverteidigung. Aber wir machen uns halt eine Schwäche auf für ganz andere Dinge immer, ne? Aber nichtsdestotrotz können wir den halt nutzen. Und dann haben wir auf einmal 94 FP wieder da. Das ist dann die andere Sache. Und dann, ne, hier hätten wir dann halt den Putzler und den Abramu. Den ich deutlich cooler finde als Ramu, sagen wir mal ehrlich. Aber so viel jedenfalls dazu. Und jetzt, weil wir es können, noch ein Geheimgebiet hier am Rande von allem, was gut und schön ist oder so ähnlich. Übrigens können wir... Ich meine, ich könnte auch Sydra da lassen. Es ist halt... Wisst ihr, mein Problem mit diesem Spiel ist die Tatsache, ich musste so lange darauf warten, um eine Gothic Shiva zu haben, dass ich sie auch benutzen möchte. Ne? Wenn ich nicht so lange warten müsste, dann wäre mir das wahrscheinlich diese Form in Anführungszeichen egal. Na, aber die sagen, hier, guck mal, wir haben eine komische dunkle Shiva. Willst du die nicht nutzen? Und dann so, ja. Dann sagt das Spiel, ja gut, dann spiel mich einmal komplett durch und lauf durch einen Postgame-Dungeon und dann darfst du sie haben. Und dann denke ich mir so, damn straight, dann werde ich die auch benutzen, wenn ich so viel dafür machen muss. Hm? Ich will schon sehen, was du davon hast, Spiel. So nach dem Motto zumindest. So. Ich speichere mal hier, wenn ich nicht zu groß wäre. Ach, ich treffe den Speicherpunkt, aber ich treffe nicht den Punkt zum X drücken. Bei mir ist das schon mal schief gegangen. Ich hatte einmal angefangen und ich hatte halt mehr Angst, den Gegner nicht aus Versehen umzubringen, tatsächlich. Und hab dann sofort meinen Mega-Flair losgeballert und Ende vom Lied war, der Feind war nicht mal großartig angekratzt. Das ist dann auch nicht Sinn der Sache. Jedenfalls, das hier ist das Geheimgebiet der Burg X9. Ist das so? Ich glaube ja, ne? Ja. Muss gleich mal gucken, ob da links was ist, aber es sieht nicht so aus. Von hier aus, aber das heißt ja nichts. Aber das sieht halt wirklich so aus, als wäre da einfach gar nichts. Und hier haben wir einen Sydra-Abklatsch. Und der Sydra-Abklatsch ist der geheime Gegner hier in der Burg X9. Auch erst im Postgame freischaltbar, von daher keine Sorge, wenn ihr den Weg vorher nicht gefunden habt. Ich meine, ist klar, ne? Wir mussten in dem letzten Stück der Burg sein, um da durch die Tür zu gehen, wo dann beim letzten Mal haufenweise Cutscenes stattgefunden haben, um hier reinzukommen. Na, insofern kein Wunder, dass es jetzt der geheime Bereich ist. So, dann werden wir einen Flair einsetzen. Und einen Aufsetzer. Und einen Aufsetzer. Die Sache ist halt, wenn das Ding mich halt nicht verletzen kann, bis ich
nur noch ein AP habe, also nicht schwer verletzen kann, dann steigt die Macht meines Megaflares halt nicht, weil die große, böse Bahamut Esper, Mirage, wie auch immer, kann halt logischerweise Tia Babylon übrigens. Kann halt nicht warten in dem Sinne. Ne? Wir haben keinen Wartebefehl, dass wir keine AP verwenden, sondern wir haben eine begrenzte Rundenanzahl. So. Und das ist dann zum Beispiel schon wieder zu viel HP. Was doof ist. Wobei man halt sagen muss, wir bekommen die Erinnerung. Insofern ist es nicht weiter wichtig. Aber ich hätte es halt gerne gefangen. Naja. Kann es nochmal probieren. Was ich wahrscheinlich auch offscreen machen werde. Aber der Punkt ist halt, dass das ist das halt, ne? Dieser geheime Bereich, weil wir müssen ja alle geheimen Bereiche auch erkundet haben. Das wird sich zwar erst freischalten mit dem geheimen Bereichen bzw. den Geheimpunkten, den Extra-Szenarien, ne? Aber da ist nichts, alles klar. Gut, das war doch mal ein guter Ausritt auf meinem Omega, ne? Wir haben EX Dungeon B fertig, haben den Geheimbereich im Schloss fertig gemacht. Ich würde sagen, das war gut. Und beim nächsten Mal machen wir dann den C-Dungeon fertig, denke ich. Macht's gut! Und auch beim nächsten Mal werden sich Lan und Rain um die Mirages in Grimoire kümmern. Wenn es euch gefallen hat, dann verlasst mich nicht ohne ein Abo, einen Kommentar und ein Like unter dem Video. Und dann stürzt euch ins nächste Abenteuer mit über 100 Playlisten und mir.